Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute das Spiel England gegen Kroatien. Ja, ich denke mal, England wird hier knapp gewinnen, weil Kroatien ist ja auch nicht so schlecht. Da würde ich sagen, ein 2:1 für England. Ja, was ihr tippt, schreibt es in die Kommentare. Da würde ich sagen, wir starten. Und los geht's. Erstmal die Booster hier zur Seite. So, heute habe ich Cabby auf. Ich habe Bad Harry. Ja. So. Los geht's hier. Erstmal hier kurz zur Seite. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja. Okay. So, wir haben hier 4 Slowenien. Lobotka. Dann haben wir hier für die Schweiz Schaka. Dann haben wir für Italien Florenzi. Haben klar gewonnen gegen die Türkei. Dann haben wir hier Skov für Dänemark. Dann haben wir Russland Chuba. Dann haben wir hier Power Trio für Wales. James, Bale und Moore. Dann haben wir hier England und zwar haben wir hier Pickford und das ist das 1:0 für England. Und haben wir noch die letzte Karte und zwar hier das Frankreich-Trikot. Jawolski. Und wir kommen jetzt so langsam zum Ende der ersten Halbzeit. So, schauen wir mal, ob hier Kroatien noch irgendwas dagegen zu sagen hat. So, wir haben hier für Österreich David Alaba. Ups. So, der geldgierige Alaba. Dann haben wir hier Timo Werner für Deutschland. Die spielen erst am Dienstag. Und da haben wir schon das 1:1 durch Kramaric. Bisschen weiter runter hier, dass man auch die Spieler sieht. So. Dann haben wir hier für Nordmazedonien Nestorovski. Dann haben wir hier für Dänemark Braithwaite. Dann haben wir hier für die Türkei Söyüncü. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also, liebe türkische Fans, tut mir echt leid für das Eröffnungsspiel. Hier haben wir das Niederlande-Trikot. Hier haben wir Gareth Bale für Wales. Und zwar ist das hier so eine Shining-Karte. Also man lädt sie auf in der Sonne oder im Licht und dann scheinen die im Dunkeln. Ja, da war es das mit der ersten Halbzeit. Ja, ein 1:1 hier für die erste Halbzeit. Nicht schlecht, finde ich. So, ich hoffe, dass hier England hier irgendwie noch was reißt in der zweiten Halbzeit. Ja, dann würde ich sagen, wir starten auch gleich in die zweite Halbzeit und los geht's. Yes. So. Also das Eröffnungsspiel, die erste Halbzeit war ja unmöglich. Ja. Für die Türken tut es mir echt leid. Aber der Bessere gewinnt immer. Somit, ja. Und da haben wir auch schon den nächsten Türken. Hier haben wir Ünder. Da haben wir Nordmazedonien. Barty. Oder Bardi. Hier haben wir Schottland. McGregor. Da haben wir die Ukraine. Jaremschuk. Da haben wir Italien. Kisa. Oder Jessa. Dann haben wir Tschechien, Masopust. Dann haben wir Schottland mit Marshall als Fans Favorite. Hier haben wir Maestro und Prodigy.
mit Toni Kroos und Kai Havertz. Yeah. Nice Karte. Und wir kommen jetzt zum Ende der zweiten Halbzeit und diesem Orakels. So. Ich hoffe, dass hier irgendwie noch ein Tor fällt. Ich hoffe es doch. So. Erstmal alles richtig drehen hier. Zack. Wir haben hier für Spanien Rodri. Dann haben wir hier für Portugal Ruben Dias. Dann haben wir für Wales Lockyer. Ups. Dann haben wir für Portugal Joao Felix. Für Deutschland haben wir Emre Can. Dann haben wir für Belgien Courtois. Hier haben wir Ungarn Gulaski. Und hier haben wir Frankie de Jong als Juwel. Also die Karten finde ich echt nice hier. Ja, und somit heißt es 1:1 geht das Orakel aus. Also ich denke ein 2:1 für England und somit ist das Orakel beendet. Ja, was denkt ihr? Also ich denke an 2:1 für England. Aber ihr könnt immer eure Tipps in die Kommentare schreiben. Da würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Orakel. Ciao.